Herzlich willkommen zur dritten Folge von Kryptowährungen und Digital Assets verstehen mit 21 Treasury. In dieser Folge ist Fabian Kroll zu Gast. Wir besprechen das Thema DeFi und sein Unternehmen Sharp Explorer. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Kryptowährungen und Digital Assets verstehen mit 21 Treasury. Mein Name ist Felix Hosse und heute widmen wir uns dem Thema DeFi. Deswegen habe ich uns einen Experten eingeladen. Das ist der Fabian Kroll. Der ist Gründer von Sharp Explorer und ich freue mich sehr, dass wir damit einen Experten für DeFi gewinnen konnten. Fabian, herzlich willkommen zur Show. Na, hi Felix, danke, dass ich dabei sein darf. Stell dich doch kurz vor. Viele Leute wissen nicht, was DeFi ist. Viele Leute wissen auch gar nicht, wer du bist. Von daher fangen wir erstmal mit deiner Person an und kommen dann einfach in das Gespräch. Ja, genau, alles klar. Danke Felix. Also, ich bin Fabian. Hi, Fabian Kroll. Ich bin seit April, Mai dabei, ein Startup zu gründen im DeFi-Bereich. War davor lange in der Strategieberatung tätig, da vor allem im Consumer Banking oder im Retail Banking. Und ja, bin jetzt voll dabei, hier an dieser DeFi-Revolution teilzunehmen oder versuchen daran teilzunehmen. Das ist total spannend. Ganz viele neue Sachen und jeden Tag was Neues zu lernen. Ja, super Sache. Sehr cool. Sehr gut. Wir hatten in den letzten beiden Folgen schon so ein bisschen das Thema DeFi angerissen, aber nie wirklich erklärt. Jetzt als jemand, der jetzt in der Branche tätig ist, was ist DeFi eigentlich? Leute, die auch nicht wissen, was das ist. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also DeFi bedeutet erstens eine Abkürzung, es bedeutet Decentralized Finance. Und wenn man sich jetzt oder wenn sich deine Hörer jetzt so ein bisschen mit Blockchain und Bitcoin schon auseinandergesetzt haben, da ist sicherlich das Thema Dezentralisierung schon mal gefallen. Und DeFi sind im Prinzip Applikationen, Anwendungen, die auf einer ähnlichen Technologie funktionieren wie Bitcoin, auf der Bitcoin-Blockchain. Die basieren auf Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain. Also ähnlich ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig. Es ist für einen Außenstehenden ähnlich, für einen Insider zwei komplett unterschiedliche Sachen. Aber für Außenstehende, es basiert beides auf der Blockchain-Technologie, auf Smart Contracts in dem Fall. Die Smart Contracts auf der Ethereum-Chain gehen nur wesentlich weiter als auf Bitcoin, auf der Bitcoin-Blockchain. Und was dahinter steckt, ist im Prinzip, ich sag mal so, es ist die Abbildung von Finanzdienstleistungen auf Applikationen, auf Code, der unabhängig funktioniert von Intermediären, die sich in der normalen Welt dazwischen schalten würden, wie zum Beispiel eine Bank, ein Exchange, eine Börse, Anwälte. Jeder, der heute in der Legacy-Welt, sag mal nur, in der traditionellen Finanzwelt an Transaktionen teilnimmt, der hat mit Intermediären zu tun. Sei es deine Bank oder sei es der Anbieter der App auf deinem Smartphone, die dann deine Aufträge auch an einen Exchange weitervermitteln. So, und DeFi, Decentralized Finance, baut all diese Intermediäre ab und bildet das Ganze unabhängig von diesen Intermediären auf der Blockchain ab. Sogenannte, also trustless, quasi ohne Vertrauen. Du brauchst kein Vertrauen in dein Gegenüber zu haben, weil es wird über die Technologie geregelt. Und was da passiert ist momentan, dass in dieser DeFi-Welt im Prinzip das komplette Finanzsystem nachgebaut wird auf Basis dieser Smart Contracts. Und das ist wahnsinnige Disruption. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Da hat sicherlich auch die Regulatorik immer mal wieder ein Wort mitzureden, oder nicht immer mal wieder, sondern immer mehr ein Wort mitzureden. Aber total spannend. Also es entwickelt sich quasi wie eine Parallelgesellschaft zum heutigen Finanzsystem. Was sind jetzt War so das war konkret? das war das war, war das einfach genug oder ist es Ich zu kompliziert fand noch? es einfach genug. Ich fand es einfach genug. Okay. Lass uns kurz über die Vor- und Nachteile von DeFi sprechen. Also insbesondere Ja. man muss ja DeFi immer im Kontext zum Centralized Finance dann sehen. Ja. Was waren so ein paar Vorteile von DeFi? Zum Beispiel in der Zugänglichkeit,
Zensurresistenz und so weiter und so fort. Kannst du da was zu sagen? Ja, du hast ja schon zwei Sachen gesagt. Die Zugänglichkeit würde ich zurzeit, ja, also das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Also kommen wir mal zu den Vorteilen, was ich schon gesagt hatte. Der Intermediär wird abgebaut. Dadurch hast du natürlich auch eine wahnsinnige Verminderung von Transaktionskosten, Effizienzsteigerungen, Zugänglichkeit im Sinne von jeder auf der Welt, der Zugang zu diesem System, zu diesen Applikationen hat, der das versteht, kann im Prinzip an Transaktionen teilnehmen, egal ob er im Büro in Frankfurt sitzt oder I don't know, in Russland, in Sibirien am See sitzt oder in Südwestafrika im Dschungel, sobald, ja, im Dschungel, das ist kein Dschungel, aber sobald Internet-Connection da ist, sobald er quasi die Idee dahinter versteht und den Zugang hat, kann er daran teilnehmen, ohne dass jemand dazwischen ist. Und das Thema Zensur hast du auch angesprochen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn kein Intermediär da ist, der diese Transaktionen weitervermittelt oder auch zurückdrehen kann, gibt es auch keine Zensur, solange es dezentral ist. Man muss immer aufpassen, dass die Schwelle zwischen Dezentralität und Zentralität ist nicht immer wirklich 1 und 0. Da muss man aufpassen, wie sind die Organisationen aufgesetzt, die solche Smart Contracts beispielsweise programmieren. Die können in der zentralen Welt, sind das teilweise ganz normale Entities, also ganz normale Firmen, die natürlich vollständig zentral sind. Aber ich glaube, das wird den Podcast sprengen, wenn man darüber spricht. Ja, definitiv. Der Nachteil ist auch schon so ein bisschen durchgeklungen, auch das Thema Zugänglichkeit. Bislang ist das wahnsinnig komplex und jemand, der noch nie was von dem Thema Blockchain gehört hat oder verstanden hat, für den ist es wahnsinnig schwierig, das erstmal zu verstehen. Selbst wenn du mit Bitcoin zu tun hast, ist es nicht ganz einfach. Die Oberflächeninterfaces sind häufig eher so für, sagen wir, IT-Nerds gebaut oder für sogenannte Crypto-Natives. Und genau, also das ist jetzt nicht gerade einfach. Es ist sehr komplex, das zu verstehen, auch was die Protokolle dahinter eigentlich machen. Ist ja klar, wenn du kein Intermediär hast, ein Intermediär hat auch eine beratende Rolle. Sobald der wegfällt, hast du natürlich auch musst du dich vollständig auf dich selbst verlassen beim Thema, wo holst du die Informationen her, wie bringst du dir das bei, wie investierst du. Da gibt's keinen, der dich da berät. Und das macht ja heutzutage eine Bank auch. Also das darf man ja nie vergessen. Da gibt's ja Kundenberater, die dir zur Verfügung stehen. Das ist sicherlich einer der größten Nachteile. Ja, ein anderer Nachteil, das Thema Regulatorik kann man natürlich auch ewig philosophieren. Kommst du in die gleichen Themen wie bei Bitcoin auch, was Schwarzgelder, Steuerhinterziehung, Verbrechensbekämpfung betrifft. Das hast du natürlich alles in DeFi mehr oder weniger auch. Also aus gesellschaftlicher Sicht ist das jetzt nicht nur mit Vorteilen verbunden. Da muss man, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Genau, das ist halt ein hochinteressantes Thema, auch insbesondere, weil wir halt Entwicklungen haben, die wir so noch gar nicht abschätzen können. Ja, also absolut. Wir können jetzt nicht vorgreifen. Viele Fragen, die sich daraus ergeben. Ja. Was macht Sharp Explorer eigentlich? Sharp Explorer, unser Startup. Was machen wir eigentlich? Das fragen wir uns manchmal selbst. Also wir sind wie ein typisches Startup dabei, ständig unsere Ideen hin zu hinterfragen und auf eine Roadmap zu legen und mit Kunden zu sprechen. Und dann da verändert sich das Bild von dem, was wir machen, auch hin und wieder und ständig. Und das ist auch gut so. Das ist Teil des Prozesses. Aber wenn ich so eine große Überschrift drüber lege, ist es, diesen Zugang zu DeFi zu erleichtern. Wir haben langfristig insbesondere institutionelle Investoren im Blick. Institutionelle Investoren fangen jetzt erst an, sich so, also was meine ich mit institutionellen Investoren? Das sind Hedgefonds, Family Offices, das sind Banken, das können Pensionsfonds sein, das können Quants sein. Der Begriff ist relativ breit gefächert, aber was sie alle eint ist, sie haben irgendwie jetzt mal von Krypto gehört, interessieren sich so langsam dafür, denken natürlich daran auch zu investieren, wollen wissen, wie das funktioniert. Sind sie schon so weit zu investieren? Sicherlich, je mehr du dich mit Krypto beschäftigt hast und je kryptonativer diese Funds sind oder zum Beispiel die Exchanges, die werden heute da schon auch ihr eigenes Geld rein investieren,
Aber für den normalen, traditionellen, institutionellen Investor ist das echt ein komplexes Feld. Und unser Ziel ist es, das möglichst zu vereinfachen, auf einzelne Investment-Opportunities runterzubrechen und dann traditionelle Finanzmetriken dahinter zu schreiben, um dann zu helfen, sich sein eigenes Portfolio zusammenzubauen und das früher oder später auch investierbar zu machen. Sozusagen das, was ich vorhin meinte, mit komplexen Interfaces, das stark zu vereinfachen. Und für jemand, der sich mit Finance auskennt, vielleicht so Halbprofi ist, für den das aufzubereiten und die Welt einfacher zu machen und bewertbarer zu machen auch. Für diese Finanz-Semi-Profis, wo liegt jetzt der genaue Vorteil, auch sich auch das Thema DeFi sich anzugucken? Ja, momentan natürlich, also das, was momentan vor allem ins Auge sticht, sind natürlich irgendwie die Renditen, die du erzielen kannst. Da muss man immer unterscheiden zwischen Tokens, die einen gewissen Preis haben. Und dieser Preis ist sehr volatil im Krypto-Umfeld. Und da hast du wahnsinnige Preisschwankungen, aber mit jeder Volatilität kommen auch Chancen. Und dadurch hast du wahnsinnige Renditechancen, allein wenn du die entsprechenden Tokens kaufst. Das zweite ist die sogenannten Protokolle, über die ich vorhin gesprochen habe. Das ist zum Beispiel ein sogenanntes Lending-Protokoll, wo du deine Coins, die du hast, die du hältst, verleihst an Leute, die Liquidität brauchen, um damit beispielsweise zu handeln. Und die zahlen dir halt ein Premium dafür, der Smart Contract zahlt dir ein Premium dafür, dass du deine Tokens in diesen Liquiditätstopf hineinbegibst. Und das ist so, wie wenn ich einen Kredit in der normalen Welt vergebe. Dafür kriege ich einen Zinssatz und der bewegt sich halt in anderen Sphären als das, was du normalerweise von deinem Bankkonto und von deinem Sparkonto kennst momentan. Und das ist halt das, was es attraktiv macht für viele. Aber da werden wir sicherlich früher oder später in so eine Konsolidierungsphase reinkommen. Arbitrage-Möglichkeiten werden abgebaut. Das wird sich alles irgendwann mal setzen. Dann muss man das neu bewerten. Aber momentan ist es sicherlich die Chancen, die sich da ergeben, sind momentan natürlich sehr attraktiv. Und deswegen schauen sich das auch alle an. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber kannst du beispielsweise mal einen kurzen Vergleich machen, was für Zinssätze da überhaupt drin sind oder also welche von welchem? Je nachdem, ob du jetzt zum Beispiel in einen sogenannten Stablecoin investierst, der 1:1 zum US-Dollar, man sagt gepackt auf Englisch, sorry, wenn da viele englische Wörter durchrutschen, aber der ist quasi 1:1 zum Dollar geknüpft über eine verschiedene Ansätze, verschiedene Techniken, wie man das hinkriegt. Und wenn du den verleihst, ja, da hast du sowas, je nachdem, auf welches Protokoll du da gehst, ist das irgendwo zwischen 2 und 12% kann das auch mal sein. Wenn du auf eher Coins oder Tokens gehst, die eher weniger verbreitet sind oder sehr volatil, sind da auch mal irgendwie, manchmal sieht man mal 60% pro Jahr. Aber man muss auch immer sehen, da kommen wir vielleicht nochmal zu den Risiken von vorhin zurück. Warum gibt es so hohe Renditen? Weil es natürlich auch ein Risiko gibt und eine Nachfrage. Und die Nachfrage ist nach Liquidität. Wenn die Liquidität nachgefragt ist, geht die Interest Rate hoch. Genauso schnell geht sie auch wieder runter. Und das haben wir vorhin ein bisschen ausgelassen, das Thema Risiko. Das ist ja alles Code, was da ist im Smart Contract. Das ist ja alles Code, was ein Mensch geschrieben hat. Wie wir alle wissen, hat jede Software, die jeder sich irgendwie zu Hause auf seinem Laptop laufen hat lassen, hat Fehler. Und so kann ein Smart Contract auch einen Fehler haben. Und wenn dieser Fehler ausgebeutet wird von Hackern, dann kann es auch passieren, dass deine Funds einfach mal verschwinden. Okay. Ja, das ist natürlich ein Risiko, was man immer beachten muss. Das ist jetzt nicht so, dass das alles totale Tölpel sind, die da den Code schreiben, die sind alles Vollprofis, aber Exploits gibt es immer und es gibt immer auch Leute, die danach suchen und es gibt auch Leute, die das suchen, finden und die Lücken schließen, aber es gibt auch Leute, die das suchen, finden und die Lücken ausnutzen und das muss man sich gewahr sein. Das wird noch eine Zeit brauchen, bis das System dann volles Vertrauen erlangt. Genau, das ist auch meine nächste Frage. Wieso dann dein Ausblick bezüglich der Nutzung von DeFi in der Zukunft? Bleibt es noch ein Nischenthema oder kommt da bald irgendwann der Durchbruch und mehrere private Akteure nutzen das? Ja, das ist eine sehr breit gefächerte Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, wo du dich befindest. Also es gibt sicherlich, so wie es auch in der normalen Finanzwelt unterschiedliche Verhaltensmuster gibt, was
Ich rede jetzt mal aus der Sicht eines Privatkunden, eines Retailers. Gibt es unterschiedliche Verhaltensmuster, was deine eigenen Finanzangelegenheiten betrifft? Also beispielsweise in Deutschland, wo noch nicht mal irgendwie die Hälfte der Leute weiß, was eigentlich ein Girokonto kostet, wenn man mal nachfragt, wird es sicherlich länger dauern als in Ländern wie Skandinavien, wo man heute schon nahezu bargeldlos unterwegs ist, oder in den USA. Auch da, USA sind sehr groß, ja. Und das auch aus unterschiedlichen Aspekten. Bei uns ist es einfach das Vertrauen, das Grundvertrauen in die Bank, das spielt eine große Rolle, und das Verständnis. Und wir haben ja auch in Deutschland zum Beispiel weniger mit Aktien zu tun als in anderen Ländern. In Südamerika ist es eine Frage des Inflationsschutzes. Sie sind offen dafür, weil sie genau wissen, ihre Währung ist nicht stabil genug, und deswegen gucken sie nach Alternativen. Und da kann Krypto immer eine Alternative sein und dementsprechend auch DeFi. Und dann in Ländern wie Ländern in Afrika, Indien, wenn du den Internetzugang hast und in DeFi reinkommst, bedeutet das Zugänglichkeit zu einem Finanzsystem, ja, in der Zukunft. Ja, also das, und von daher nach weit ausgeholt, deine Frage zu beantworten. Also es wird sicherlich mehr und mehr ankommen in der Finanzwelt in den nächsten 3 bis 5 Jahren, sage ich mal. Da wird es echt eine große Rolle spielen. Es wird sicherlich nicht die Banken ablösen, aber es wird sicherlich eine Investitionsalternative ob es in der breiten Masse, also es wird eine Investitionsalternative geben, so ein bisschen wie heute ETFs, die haben auch lange gebraucht, bis sie da sind, wo sie sind. Im institutionellen Umfeld kommt es darauf an, wie groß die Player sind. Bis so eine Pensionskasse in DeFi investiert, dauert sicher 10 bis 15 Jahre, schätze ich mal. Ja, aber ja. Hedgefunds sind da wesentlich schneller, die werden in den nächsten 2, 3 Jahren da reingehen. Und spätestens. Und Family Office ist genauso. Also zusammenfassend vielleicht, Institutionelle fangen jetzt an, nächsten 2 bis 3 Jahren sind die dabei. Der, ich sag mal, Otto-Normal-Girokonten-Nutzer auf der Straße wird das vielleicht in den nächsten 5 Jahren damit in Kontakt kommen, 5 bis 6 Jahren. Die Crypto-Natives sind jetzt schon drin, die sind jetzt schon sehr aktiv. Genau. Und bis dann große Institutionelle da auf den Wagen aufspringen, das dauert sicher die nächsten 10 Jahre noch. Das ist meine Perspektive, aber ja, ich diskutiere das gern. Ja, also wir sind auch, denke ich, also wir schätzen das auch ähnlich ein, dass halt dort in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird es halt eine ziemliche Explosion in der ganzen Kryptowelt geben. Ich denke mal, DeFi wird sich da nicht groß unterscheiden. Welche Entwicklung siehst du gerade mit dem größten Interesse? Ein Punkt dazu noch. Ich glaube, was passieren wird, ist, in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden viele Leute damit Kontakt haben, obwohl sie es gar nicht wissen. Also ich denke, es wird sicherlich auch ein Teil der Infrastruktur nicht umziehen, aber es wird sicherlich, ich sag mal, die Fintech-Szene wird früher oder später auf diese Infrastruktur aufspringen und sicherlich die Vorteile nutzen, die es dort gibt. Und genauso vielleicht auch größere Player. Und deswegen kann es auch sein, dass viele Privatanleger, Privatpersonen, die sich um ihre Finanzen kümmern, vielleicht am Ende gar nicht mitbekommen, dass Blockchain-Technik dahinter steckt, ist aber dann tatsächlich so ist. Das ist vielleicht sogar noch einen Schritt früher. Weil das Backend halt vollständig auf diese Technologie aufbaut. Nicht vollständig, aber sicherlich die Vorteile davon nutzen wird. Ja. Genau, zu der nächsten Frage nochmal. Welches ist die Entwicklung, die du gerade mit dem größten Interesse verfolgst? Das kann jetzt in der ganzen Blockchain, im Universe sein oder jetzt speziell in DeFi? mit dem größten Interesse und sicher auch mit dem größten Puzzlement auf Englisch, also mit der größten Verblüffung. Gleichzeitig verfolge ich das Thema NFTs, weil ja. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht abschätzen, ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist unglaublich, was da passiert. Und Punkt. Also ich persönlich investiere nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich würde mich ständig fragen, was machst du da eigentlich? Aber irgendwie gibt es echt einen Run, und vielleicht ist es dumm, es nicht zu tun, aber es ist, ich stelle mir viele Fragen dabei, was passiert da eigentlich? Ich glaube, dann sollten wir mal einen Experten in Sachen NFTs in diesem Podcast. Auf jeden Fall. Also da ist sicherlich viel Bedarf, dass das auch dabei ist. Ich glaube einfach, dass man, wenn man von außen halt drauf guckt, dann sieht, wie
quasi JPEGs von Steinen $2000 oder so erreichen. Da fragt man sich sicherlich, wo genau der Wert daherkommt. Aber ich denke mal, dass das sicher erklärt werden kann, wer sich damit gut auskennt. Ja, das war's auch schon. Cool. Aber ein sehr wichtiger Teil ist immer noch, sag einfach den Hörern mal und den Zuschauern, wo kann man dich und Sharp Explorer eigentlich finden? Ja, entweder, also wir haben eine Webseite, die heißt sharpexplorer.io oder ja, mit einem en, glaube ich, davor, also en.sharpexplorer.io. Da sieht man jetzt noch nicht so viel, da wird aber den nächsten Wochen sicherlich viel passieren, also immer mal reinschauen. Auf LinkedIn folgen, wir haben auch eine LinkedIn-Seite oder mir bei LinkedIn folgen, dann wird man auch früher oder später dahin kommen. Und dann wird es sicherlich News geben. Wir planen, wir schauen auf eine Investorenrunde jetzt Richtung Herbst. Also es wäre schön, wenn wir im September, Oktober da in Pitches reingehen, das ist zumindest der Plan. Und dann wird es da sicherlich ein paar News geben, die veröffentlichungswürdig sind. Und dann genau, gibt es auch mehr auf den genannten Stellen zu finden. Oder ich komme noch mal in deinen Podcast. Ja, also wenn es weitere größere Entwicklungen gibt, auf jeden Fall, komm wieder. Gar kein Problem, hat mir viel Spaß gemacht heute. Ich verlinke einfach alle eure Adressen und so weiter, verlinke ich einfach mal in den Shownotes und im Video. Ja. Und dann bleibt mir nichts anderes, als dir Danke zu sagen. Also, schön, dass du da warst. Danke für deine Expertise. Danke dir. Ja, gerne. Und definitiv. Ich danke auch natürlich dann in dem Zuge allen Zuhörern, allen Zuschauern. Nächste Woche wird es einen weiteren Podcast geben von uns und bis dahin wünsche ich noch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Viele Grüße.